Die Scrum User Group Rhein-Main bietet ab, nee, nicht ab, sondern am 21.04.2012, das ist ein Samstag, ab 10 Uhr eine Open Space Konferenz zu den Themen Scrum, Agile und Kanban an. Das bedeutet für Sie, dass Sie an diesem Samstag zu Cybert Media, das wird bei uns ausgerichtet, in Wiesbaden ins Luisenforum kommen können, in der Kirchgasse 6 ist das, also mitten im Zentrum, und können alle Fragen und Themen, die Sie so rund um die Themen agiles Projektmanagement, agile Entwicklung im Unternehmen haben, können Sie stellen, als Themen einbringen. Und wenn die interessant sind, halt andere finden, die mit Ihnen gemeinsam Lösungen erarbeiten. Ich zeige mal hier, es gibt ein Xing-Event, der unter cybert.biz/scrum-open-space zu erreichen ist. Also wenn Sie cybert.biz/scrum-open-space, so wie es jetzt gerade eingeblendet ist, eingeben, dann kommen Sie auf dieser Xing-Seite hier raus, wo der Open Space der User Group Agile Rhein-Main angeboten wird. Und man kann dann sagen, ja, ich nehme daran teil oder nicht daran teil. Die Teilnahme ist tatsächlich kostenpflichtig. 29 Euro kostet die Teilnahme. Das liegt nicht daran, dass wir damit Geld verdienen wollen, sondern wir wollen da Verpflegung, Getränke und so weiter einkaufen. Und das wird vermutlich weit mehr als 29 Euro kosten. Außerdem wollen wir so eine gewisse Verbindlichkeit haben, dass tatsächlich auch möglichst viele Teilnehmer da vorbeikommen. Es haben sich jetzt, seit gestern ist das angekündigt, schon 10 Leute eingetragen, was mich sehr freut persönlich. Zum Beispiel der Tobias Zieplik und der Stefan Huber von IT Agile und der Benjamin Reitzamer und Kurt Häusler und so weiter. Können wir hier draufdrücken, um dann, jetzt habe ich hier die falsche Einblendung, der Ingmar Drewing kommt auch vorbei und der Reto Kiefer und so weiter. Also wenn Sie auch gerne hier mit dabei sein wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie sich auch mit anmelden. Wie gesagt, 29 Euro geht über den ganzen Tag ab 10 Uhr am Samstag, den 21.04. Und naja, also an Themen wird genau das besprochen, was für Sie wichtig ist. Und das ist, glaube ich, auch so der große Vorteil einer Open Space Konferenz. Da gibt es halt diejenigen, die Themen besprechen, und dann gibt es Hummeln und Schmetterlinge. Die Hummeln, die hüpfen sozusagen von dem einen Thema zum anderen, weil da ja immer sehr viele unterschiedliche Themen behandelt werden. Und Schmetterlinge sind einfach nur schön und da. Das heißt also, man kann auch durchaus dann im Luisenforum was einkaufen gehen. Bis zu dem Zeitpunkt ist bestimmt der Saturn auch schon eröffnet. Und naja, da gibt es in Wiesbaden ja auch genug Möglichkeiten, sich anderweitig noch zu beschäftigen, wenn man das für sinnvoll hält. Ich glaube, das wird sehr spannend, freue mich darauf. Wir haben über Cybert Media super positive Erfahrungen mit Open Space Konferenzen hier gehalten, haben wir 60 Mitarbeiter hier und da jetzt jüngst auch wieder eine Open Space Konferenz gemacht. Zum einen kann ich sagen, dass die Leute, die das organisieren, sehr gut wissen, wie man eine gute Open Space Konferenz organisiert. Und zum anderen macht das halt super viel Spaß, weil man als Teilnehmer sich wirklich um die Sachen kümmern kann und an den Sachen teilnehmen kann, die für einen super interessant sind. Ja, es gibt ja bei allen Konferenzen immer Sachen, die nicht so interessant sind. Und bei einer Open Space Konferenz ist halt der große Vorteil, dass man ja vorher selber mit einbringen kann, was für Themen behandelt werden soll. Und wenn sich nur ein, zwei andere finden, die das auch interessiert, dann wird daraus halt ein Thema und man kann da gemeinsam Lösungen erarbeiten. Was gerade für Leute, die mit Agile noch nicht so viel zu tun haben, sehr interessant sein dürfte, ist, dass da halt sehr erfahrene Berater, wie jetzt zum Beispiel der Stefan Huber oder auch andere, dabei sind, die einfach schon viele andere Unternehmen gesehen haben, ja, und da auch ein bisschen aus der Praxis und ihre Beratungserfahrung helfen können. Und naja, dafür sind 29 Euro vermutlich sehr sinnvoll investiert. Außerdem werden wir uns mit Sicherheit Mühe geben, da ein ordentliches Verpflegung zu bewerkstelligen, sodass das hoffentlich auch kulinarisch zumindest ein akzeptabler Tag wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit dabei wären. Wie gesagt, cybert.biz/scrum-open-space, wenn Sie interessiert sind. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne bestimmt hier auf der Xing-Seite auch loswerden oder sich an Cybert Media oder die Scrum User Group Rhein-Main wenden und da Fragen stellen. Alles klar, vielen Dank, bis bald und vielleicht bis zum 21.04. in Wiesbaden. Tschüss!